Und es geht weiter bei Let's Play Alan Wake's American Nightmare. Wir müssen als nächstes das Lokal erforschen. Okay, diese Manuskriptseite, die da noch ist, die bekommen wir ja noch nicht, da wir in das Gebäude nicht reinkommen. Ah, okay, Diner, da ist nochmal so ein Lichtkegel. Oh, das sieht doch ganz schick aus. Its existence is one of rage and hostility, and its very presence turns ordinary objects into deadly projectiles. Oh shit! Aber wir wissen ja zum Glück, wie wir diese merkwürdigen Gegenstände hier ausschalten können. Diner, famous pancakes, oh lecker, hätte ich jetzt auch Bock drauf. So, Leuchtfackel, Maschinenpistole. Ach so, sie können nicht mehr tragen. Natürlich. Ich finde das echt toll mit diesen rötlichen Felsen und so. Sieht echt cool aus. So, was haben wir da? Beinüberschuss. The strands of webbing glistened in the beam of my flashlight. Fine, almost ethereal. They were fresh and right in my path. I held my breath and waited, ear straining. Nothing. I moved on, concentrating on the task at hand. Just get what I was looking for, then leave. That's all I keep telling myself. For a moment, I actually thought it might be as simple as that. Then, I heard too many legs skittering across the ground. Beine, die über den Boden huschten. Na, da bin ich gespannt, was uns hier erwartet. Abgesehen natürlich von diesen wunderbaren Leuchtfackeln. Die aber nichts Gutes verheißen und ich höre doch hier irgendwo eine Alarmanlage vom Auto, oder? Ach, da komme ich nicht durch. Oder sind das die Grillen und Vögel in der Nacht? Das kann natürlich auch sein. So, jetzt gehen wir in das Lokal. Hallo? Ist hier jemand? Okay, die Tür ist zu. Hier passiert doch gleich was. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so ruhig bleibt. Da können wir auch nicht rein. The scene. Traces of violence. A callous midnight snack. A room key left carelessly behind. The man recognizes the enemy's handiwork. I think these are keys for the motel rooms. Ah, das wäre natürlich super. Nehmen wir die erstmal mit und was ist das? Satellite and now this? That place might be involved. Okay, Observatorium. Gut, das Zimmer des Motels. Huch. Ja, spring mal, Alan, das machst du ja so gerne. Das Zimmer des Motels erforschen. Das war jetzt ein kurzer Ausflug zum Diner. Emma Sloan was a believer in a great many things, most of which were entirely fallacious. Emma Sloan. An innocent victim of his dark half. More collateral damage in the ongoing war. Damned by forces beyond her control, as much as by her own actions. Na, kommt schon. Oh Gott, das werden ja immer mehr. Das sind diese hier. Oha! Hilfe! Gut, dass wir so ein paar Leuchtfackeln dabei haben. Ja, super krass, so viele. Haut ab. Haut ab. Ich könnte auch einfach da vorne ins Licht gehen. Au, au. Boah, die sind aber krass. Das gibt's ja nicht. Komm her. Und total daneben schießen ist auch immer super. Also echt, das Zielen ist wirklich ein bisschen schwieriger. Und
Sag mir bitte jetzt nicht, dass die Emma echt schon tot ist. Das kann doch nicht sein, oder? Das darf doch nicht sein. Was haben wir hier? Ach so, natürlich. Damn it! Why didn't you listen? Ist die jetzt abgehauen? Dann wäre ja alles gut, wenn sie einfach nur abgehauen ist, oder? Ist sie wirklich tot? Naja, gut, erstmal hier alles auffüllen und dann gehen wir ins Motelzimmer. Das war dieses hier. Ja, Ellen. Erst natürlich einmal springen und dann die Tür aufschließen. My own face peered back at me from the TV screen. For a moment, I struggled with the sensation of déjà vu. How many times have I seen myself like this now? And then there was that easy grin that never seemed quite as quick or natural on my own lips. The dark, malicious twinkle in the eyes. And I knew who I was looking at. As he pulled back and revealed the room behind him, my throat went dry. There was nothing I could do but watch. Warum liegt die Manuskriptseite hier im Motelzimmer? Die Zimmer... Ach so, ah, ich kann jetzt alle Zimmer erforschen. Okay, das habe ich jetzt gerade erst geblickt. Nein, das hier anscheinend nicht. Dann wohl wieder nur die, die auf der Karte mit Sternen gekennzeichnet sind. Wie zum Beispiel dieses hier. Damn. Ach du Scheiße. Michael Farabee. Dead. Tortured. Dressed in clothes that bore the name of a local observatory. A slim lead, but solid enough. It stirs something deep in his mind. He knows where to go now. Ach so, eine Sternwarte. Ich habe vorhin Observatorium gelesen. The Observatory, hot on the heels of the Herald of Darkness, the Champion of Light forges on to see the stars. An observatory. A place for a man to witness the magnificence of the universe. But such insights are not what the Champion of Light is looking for. He has come to find a weapon. Das Tor zur Sternwarte öffnen. Das finde ich jetzt aber richtig cool. Boah, das wäre auch super, wenn wir da irgendwie uns die Sterne angucken könnten. Die zentrale Sternwarte betreten. Okay, da haben wir... Oh, oh. Natürlich fällt dann hier überall das Licht aus. Die Frage ist, wo gehe ich hin? Ich glaube, ich gehe einfach mal... Hier entlang. Oh, es wäre natürlich auch super, wenn ich da irgendwie reinkommen würde. Oder ich gehe erstmal in dieses Häuschen da. Ich muss ja nicht direkt dem besagten Weg folgen, denn hier finde ich die Pumpgun, was sehr schön ist. So, Munition. Achso, sie können nicht mehr tragen. Natürlich, Leuchtpistolenmunition. Habe ich überhaupt eine Leuchtpistole? Fällt mir gerade mal so ein. Was ist das? Welcome back, listeners. As you know, I'm Eddie Rodman, and I'm still talking to old gods of Asgard, who are doing their big comeback tour. How's that been going for you? Odin? Splendid! I'm having the time of my life! You know, I didn't realize how much I'd missed that. And what about you, Thor? It's okay, you know. Well, this must bring back a lot of memories. Oh, yeah! It's wonderful to be back on stage! If it wasn't for my knee, I'd feel like a young man again.
Well, speaking of that, I hate to keep harping on this age thing, but I gotta tell you, I've heard your new songs, guys, and you sound really good. Thank you. And this may be a touchy subject, but to be blunt, you really don't sound, well, old. I mean, the difference between your speaking voice and your singing voice, it's pretty striking. What the hell are you talking about? You saying it's not us singing on that record? What? What she talking about? No, I'm not saying that, guys, but I can't help noticing the difference. Son, you're on thin ice. You calling me a liar? Oh, hey, let me just step in here for a moment, boys. Yeah, Eddie, they do sound different, but believe me, we're not talking Milli Vanilli here. These guys are the real deal. Why don't you come to the gig tomorrow night and see for yourself? Once they get on that stage, boom, things get real. Really? Believe me, they play like they're possessed. It's almost like magic. Look, you see my boys play, you see the old gods for real. These guys project a lot of power. They're not lightweights, you know what I'm saying? All right, Barry, I'll see if I can make it. Now, let's take another quick break here, and after that, we'll play the new Old Gods of Asgard single. Don't you go away. Also, ich finde diese beiden alten Herren ja irgendwie sympathisch und sehr lustig. So, komme ich denn hier von hier vorne irgendwie rein? Hier so? Ach, das ist natürlich super. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es hier reichlich mehr Munition gibt als im Hauptspiel. Da herrschte doch immer ein bisschen Munitionsknappheit, ne? Und hier wird sie einem ja förmlich nachgeworfen. Da komme ich nicht rein. So, wo geht es denn lang, wenn ich diesem Weg hier folge? Das würde mich ja interessieren und ich glaube, hier war ein Fragezeichen auf der Karte. Erfolg. As a storyteller, my first real love was crime. And it was in that genre that I finished my first novel, starring the perpetually miserable Alex Casey, whose entire life was a wound that never healed. The books sold as fast as they hit the shelves. I wrote 5 more Alex Casey books and they all were bestsellers. I became rich. I became famous. Success brought pressure and I didn't handle it very well. So geht es ja leider vielen erfolgreichen Leuten. Auch nicht allen, aber viele können damit einfach nicht umgehen. Feuerwehrmänner? Wirklich? Ah, mit der Pumpgun muss ich natürlich wieder ein bisschen näher an die Gegner ran. So, ich glaube, mein Gott, sind hier viele Manuskriptseiten. Ich glaube, ich hole mir nochmal eben dieses Zeug hier, sofern ich das noch tragen kann. Und dann lesen wir das hier auch noch schnell. Die Entstehung von Mr. Scratch. I've seen the enemy. And it's me. I faced dark horrors before, things that live in the unimaginable pressures of the world beyond our own. Sometimes they masquerade as humans. That's what ultimately lurks inside Mr. Scratch. He's every mean-spirited tabloid story about me. An evil caricature. A creature formed in that vague territory of misconceptions, half-truths, and the dark imagination of people who heard a story about me. An urban legend made flesh. A serial killer. My dark half. Brought to life by the power of Cauldron Lake. Oh ja, den Cauldron Lake kennen wir auch noch allzu gut. Was ich übrigens diesmal auch viel besser finde als beim Hauptspiel, ist so diese gesamte Soundkulisse. Also die Hintergrundgeräusche und so und die Effekte. Finde ich echt gut. So. Hallo. Ich glaube aber, es wäre ganz sinnvoll, jetzt nicht die ganze Zeit mit der Pumpgun hier rumzulaufen. So, ich glaube, die Zentrale... Achso, Kontrollpunkt erreicht. Da hing das Spiel gerade kurz. Leuchtfackel. Nee, ich behalte mal die Pumpgun. So, ich glaube, wir gehen jetzt direkt mal rein. Da ist eine Kamera. Hello?
I'm Dr. Rachel Meadows, and... Wait a moment, it's you! I can't believe you dare show your face around here again! Na, komm her! Wow, ist der schnell! Noch jemand? Oh, ich glaube, neben mir ist auch noch einer. Und das war's. Go away. It wasn't me. I just look like him. Are you serious? That's what you're going with? Please. I'm trying to stop him. You saw those shadow things trying to kill me, right? I bet he got along with them just fine. Yes. Yes, he did. All right, come on in. Thank you. Das war jetzt super leicht, die zu überzeugen. Haben Sie nicht die Schattenviecher gesehen? Ach ja, okay, kommen Sie rein. Cool, mit Dr. Meadows sprechen. Dr. Meadows, der Name kommt mir gerade so bekannt vor. Huch, Entschuldigung, dass ich hier alles kaputt mache. Da haben wir schon mal Zutritt zu so einer schönen Sternwarte und dann randalieren wir hier. Hey, buddy. I figured I'd take a moment to talk to you. There's a party next door. I'm feeling pretty good right now. A little beer, a little fun, you know? It's nice. Listen, this whole thing between us, it's a little weird for me too, you know? I mean, we don't just look the same, there's a lot we share. I mean, up here. I know you, right? So I was thinking maybe we could... These guys are getting out of control. I feel like we're both victims of circumstance here. And maybe we could make some kind of effort to... Kommt da noch was? Ja, ich glaube, da kommt noch was. Er macht nur dramatische Pausen. Hey, Mr. Scratch. Rede mit uns. Ich mach gleich den Fernseher aus, dann ist deine Show vorbei. Oh, oh, was macht er jetzt? Mit dem Telefonkabel. Was macht der? Er wickelt sich das um die Hand und dann? Wen will er jetzt? Oh, oh. Never mind. Okay. Oh. Huch. Okay, er prügelt damit auf irgendjemanden ein. Quält irgendjemanden, tötet ihn wahrscheinlich danach auch.